Da ist er noch. Und noch ist er nicht geflohen. So, vielleicht klappt es ja heute mal schauen. Wäre natürlich toll, wenn wir endlich mal das Versteck und die Aufgabe lösen würden. Er läuft natürlich immer nur hoch und runter. Und runter und hoch. Und links nach rechts. Und geradeaus. Aber ich meine, das ist doch die blödsinnigste Aktion, die man eigentlich machen kann, wenn man zu seinem Versteck gehen will, sich eine Fackel anzuzünden. Also, wie gesagt, ich habe ja nachgelesen, ne, soll dieser Tümpel sein. Aber mal ganz ehrlich, wie kommt man da drauf? Wie kommt man da drauf, den Menschen so lange zu beschatten, bis er dann wirklich zu diesem Tümpel läuft? Da kommt man doch eher drauf, dass man irgendwas anderes machen muss, wie ihn umbringen oder so. Na gut, noch steht er einfach nur rum. Ist ja nicht irgendwo eine Möglichkeit. So, warte mal. Hoch, rüber. Ach, verdammt. Ich suche jetzt eigentlich quasi irgendwo eine Möglichkeit, wo ich mich hinstellen kann. Dass ich ihn sehe und er mich nicht. So, Felsen ist natürlich eigentlich immer Blödsinn. Das Einzige, was sinnvoll wäre, wäre der Leuchtturm. Aber ob ich auf den Leuchtturm raufkomme, ohne gesehen zu... Also nicht ohne gesehen zu werden, sondern ohne das... Und vor allem habe ich ja irgendwie das Gefühl, man muss es ja noch auslösen. Naja. Ich glaube, ich schleich mal wieder eine Runde. Vielleicht bringt es ja ein bisschen was. Ein ganz kleines bisschen. Lass mal meinen Cursor auf ihm. Immer diese Tiere, die da rumschreien, ne? Furchtbar. Furchtbar. Ja. Es tut mir ja leid, dass es so furchtbar spannend ist, gerade diesen Fargo zu verfolgen. Aber auch nicht. Warte mal. Wenn dieser Falgo zu dem Tümpel geht. Ich bin der Meinung, der geht da lang. Aber es könnte natürlich auch sein. Dass er ja eigentlich von der anderen Seite hin. Dass ich mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr habe verstecken können, finde ich auch ein bisschen irritierend. Das heißt, die wissen alle, wo ich bin. Und vor allem Fargo weiß, wo ich bin.
Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Dann werde ich doch mal ein bisschen woanders hingehen, Farbe. Ja. Mal schauen. Na. Süßes Ding, du. Jetzt geh hier schon dein Schatz. Dein Schatz. Ich sehe dich. Ich beobachte dich. Ah, ich sehe dich nicht mehr. Jetzt sehe ich dich wieder. Jetzt läuft er wieder auf und ab. Bleibt hier stehen und schaut. Gespannt und gebannt. Ach, ist das ätzend. Mal ernsthaft, wer setzt sich für das Spiel 20 Minuten hin und schaut diesem Fargo zu, wie er einfach nur im Kreis läuft? Also, und ich meine, ich mache das ja jetzt nicht nur schon 20 Minuten. Wer ist denn so bescheuert? Das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. Ah, wo ist er? Da ist die Wache. Ich hab Fahrrad verloren. Nein. Kommt der eigentlich vielleicht hier runter oder so? Da oben ist er. Fahrrad. Der alte Hühnerdieb. Er hat keine Fackeln mehr. Er hat keine Fackeln mehr. Wenn er keine Fackeln mehr hat, heißt es, dass er... Die Wächter haben auch keine Fackeln mehr. Ich glaube, ich mache das ein bisschen anders. Na? Da 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 da. Ja, ich weiß, ich will euch nicht mehr weiter quälen und eure Ohren belästigen und so. Ich will jetzt endlich, dass dieser blöde Fahrrad hier zu seinem Versteck geht. Verdammte. So, ich stelle mich jetzt einfach so hin. So. Warte mal. Der ist leer. Der ist leer. Ich könnte auf die Insel hier hinten gehen. Oh. Einfach ein bisschen entspannen und baden. So baden im Regen, so im Sommerregen. Oh, das ist cool. Ja, das ist echt cool. So richtig im Fluss, im Langen und tralala. Das hat was. Am besten irgendwo mit Wasserfall und so. Komm, stirb. Ah. Tschüss. So, da hinten ist noch mal einer, ne? Ui, da liegt der.
Kiste. Da liegt eine Leiche, oder? Sehe ich das richtig? Hey! Wollte ich doch ausräubern. Boah, ich wollte gerade den Netsch umbrezeln. Ui. Was hat denn der? Hosen, Hemden, Schuhe. Steuerniederschrift. Also Steuerbescheinigung und so ein Quatsch. Was liegt denn da bei mir auf dem Boden rum? Ey? Was soll denn das? Nee, Moment. Machen wir jetzt einen Stein. Was machen denn hier Steine? Was ist das? Ich muss mal wieder saugen, glaube ich. Skandal. Ah. Fall nicht runter. So. Lege ich dich dahin, da lasse ich dich liegen, da liegst du gut. Oh, 200 Gold. Yam, yam, yam. Nehmen wir mal alles. Genau, und lassen den hier nackt rumlegen. Damit die Ratten schön dran rumknabbern können. Ja, da bin ich immer dafür, dass mir Leichen einfach so liegen lassen. So. Und ein bisschen Leichenflatterei, ich meine, das kennt man ja spätestens aus so Hack and Slays, dass man Leichen immer ausräubern soll. So. Na, komm schon. Ich will da hoch. Ah. Sehe ich den jetzt eigentlich? Nee. Na gut. Flusch. Einfach noch mal ein bisschen Wasser baden. Und entspannen. Oh. Hier kann ich mich natürlich super verstecken. Da sehe ich ihn doch echt genial, oder? Wenn ich mich hier verstecke, dann sehe ich ihn. Und wenn er da rüberläuft, sehe ich ihn auch. Das ist eigentlich ein super Versteck. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, warum ich nicht mehr im Stalking-Modus bin. Was kannst du mir über den Ring sagen? Dann sage ich doch mal auf Wiedersehen. So, hallo, Wache. Du, ich habe da hinten eine Leiche gefunden. Kann ich dir das mal erzählen? Jo, vor, bla 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 bla. Wie hieß denn der eigentlich? Nee, vor. Legion. Die letzten Gerüchte. Ja, ja, ja. Kleines Geheimnis. Das wissen wir. Kleinen Tipp. Nicht kämpfen, wenn du müde bist. Also wenn mein Grün da relativ... Ich stets bemüht.